Kika kriegt's. Eigentlich ist unser Einsatzgebiet ja Baden-Württemberg. Aber für diesen Beitrag musste unser Kameramann auf größere Dienstreise nach Schleswig-Holstein gehen. Also, erstmal zum Flughafen Stuttgart und ab nach Hamburg-Fuhlsbüttel. So heißt dort der Flughafen. Von da nochmal 50 Kilometer Autobahn, ganz nach oben im Norden, und dort warteten auch schon die Kids von der Immanuel-Kant-Schule aus Rheinfeld ungeduldig auf ihren Arbeitseinsatz zugunsten des Waldes. In Schleswig-Holstein ist unsere Korrespondentin Janine unterwegs und berichtet über eine riesen Baumpflanzaktion. Hallo, wir sind heute hier in Rheinfeld. Die Bäume, die hier wachsen, kommen in optimale Verhältnisse. Wenn ich jetzt 3 Bäume pflanze, davon entsteht ja jetzt nicht gleich ein Wald. Warum soll ich das denn dann überhaupt tun? Jeder Baum, der wächst, bindet CO2. Jeder Baum, der wächst, sorgt für Schatten, sorgt für Erholung, sorgt für Lebensraum, für Tiere. Insofern ist jeder Baum, der gepflanzt wird, ein Stück Ökologie, und deswegen ist jeder Baum wichtig. Von einem Wald werden wir ungefähr sprechen können hier in, denke ich mal, 10 Jahren. So rum reinpflanzen und nicht so rum reinpflanzen. Haben wir alle schon gehabt. Ganz wichtig. Mit wie vielen Bäumen rechnen Sie insgesamt im Jahr 2012? Wir gehen von mindestens 300.000 Bäumen aus, die im Jahr gepflanzt werden können, aufgrund dieser Aktion. Also hier sind natürlich Eiche, Linde ist dabei, Esche ist dabei, dann auch Eberesche. Und hier am Rande pflanzen die Kinder auch noch Obstbäume, was mir ein sehr schönes Bild in diesem Knick geben wird. Bauhaus, wenn's gut werden muss.